besteht denn da? Aha. So, damit ich hier den Durchblick habe, geht ja nicht anders. Ja. Guck mal, jetzt funktioniert das alles auch hier. Ja, siehst du. Nur weil ich gesagt habe, mach endlich die Updates. Starten, übertragen, verwalten, klicken. Und dann muss ich nämlich hier auf existieren klicken. Ja, ich existiere auch. Das ist gut. Dead Space. Dead Space. Klicke ich hier mal auf Dead Space. Ich weiß nicht. Ach, da. Jetzt klickt er auf Dead Space. Siehst du, ich klicke mal auch aufs Dead Space. Warte mal. Kannst du machen. Ich klicke jetzt auf Dead Space. Spielen. Spiel wird gestartet. Oh, Imposter, wieder die Exodat. Bei dir kommt das nicht mit der Imposter, ne? Imposter EA. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist irgendeine Behelfs-Startdatei von EA für das Spiel. Aber warum? Weiß ich nicht. Warum hast du die und ich nicht? Hallo? Ja, keine Ahnung. Weil ich die legendäre Edition habe oder so. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Legendär. Und wir sind erst bei 55%. Ja. Du musst mich wieder joinen, wa? Pokémon. Haben wir echt 18 Stunden gespielt oder ist das dein Speicherstand von irgendwann mal? 18 Stunden, das war unser vorheriges Gameplay. Ach, dann dauert das 18 Stunden, das Spiel? Ja, Pi mal Daumen, ne? Na, ich dachte, wir sind dann schon übermorgen durch. Ja, kommt drauf an, ne? Ja, eben du. Egal, jetzt müssen wir uns ranhalten. Komm, zack, 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 zack. Ja. Ich mach ja schon, ich bin schon längst im Spiel, Mann. Merkt das schon, dass du im Spiel bist, du? Ja. Abend, Lytander. So, du kannst jetzt beitreten. Und natürlich, wie immer, da mir das ja vorgeworfen wird, ich würde es nicht tun, auch einen schönen guten Abend in den Chat von dem Herrn Firefox. Das musst du machen, wenn die Leute da sind. Wir sind, so ist keiner da. Wir sind ja eine Stunde eher als sonst. So. Mein Truppenteil, der sich gerne bei mir einfindet, der ist ja eher so späterer Natur. Wie nennt sich das Truppenteil? Ja, Truppenteil, kennst du nicht? Nennst du deine Leute sind eine Armee oder was? Nee. Anhänger, Jünger. Hast du selber, Foxologen. Aber das haben sich einige Leute selber so betitelt. Wow, das ist beeindruckend. Und du bist der Schikilogo oder was? Nee. Moment mal. Immer stimmt hier nicht. Du musst Spiele von Freunden. Die Auflösung so pixelig. Die ist immer so pixelig im Hauptmenü. Nee. Oh, jetzt geht die Einstellungsorgie wieder los. Die ist ordentlich sauber. Du hattest ja vorher einen kleinen Monitor, denk dran. Warte mal, 2440p, 144 Hertz, ne? Das ist ja richtig. Ne? Mindestens, okay. Ja. So, guck mal, jetzt ist doch alles gestochen scharf. Aber denk dran, dass das nicht dein Rechner ist, sondern der Shadow-PC, ne? Da war doch irgendwas, der ist doch ein bisschen ruckeliger unterwegs gewesen. Nee. Naja, wenn du sagst. So, guck mal, jetzt haben wir gestochen scharfe Graphics hier. Wow. Mit 144 FPS so einladen. Kommen sie rein, ja. Also, lass mir ran da. Denn sie joinen ja. So, und stumm schalten. Ach so. Warte, ich muss dich stumm schalten. Geht nicht, hab ich gehört. Was ist denn jetzt Overlay weg? Stumm. So, und Spiel starten. Aber Kapitel 14 hört sich so an, als wären wir schon echt weit. Ja, wir müssen ja eigentlich noch auf den Planeten. Irgendwie waren wir doch noch im Eis oder so, ne? Sind wir das nicht? Wiss ich nicht. So. Boah, 2K-Grafik. So, auf geht's. Na, jetzt weißt du endlich mal, wie ich spiele. Ja, Mann. Das ist aber unfassbar. Alter, sieht das gut aus. Wow. Da wird so ein altes Spiel nochmal richtig jung, ne? Vor allem auf 144 Hertz. Naja, okay, den Unterschied sehe ich hier nicht. Was brennt mir die Netze heute weg gerade? Echt? So schlimm? Du, wir müssen hier nach oben. Oh. Also bei YouTube, bei euch, oh. Aber ich komme wieder runter. 60 Hertz. Also ich habe bloß ein Herz. Atemlos. Durch die Nacht. Und wie geht's weiter? Also früher war es der textsicherer. Und der Firefox ist nackt. Ich dachte, der lacht. Das würde sich besser reimen.
Was heißt denn, früher war ich textsicherer? Naja, da hast ja? du. Ja, da, hast du da hast du die ganzen Schlager hoch und runter getrellert. Spürst du es in dir? Ach nee, das ist ja kein Schlager. Das ist kein Schlager. Hast du nicht gesehen, was ist da hinten los? Weiß ich nicht, Tür ist zu. Okay. Da hinten ist gar nichts. Mein Mikro ist ein bisschen laut, Moment. Was? Du hast ein Mikro? 1 dB runterregeln. 1 dB, boah. Aber vorsichtig, ne? Nicht, dass das zu runterregelt. Nicht, dass er zu hot wird hier. Ne? Ja. Macht doch überhaupt gar keinen Unterschied. Egal. Wie rennt man denn hier nochmal? Shift. Boah! Boah, was ist denn hier los? Ja, du schießt daneben, Mann. Ja, ach so, ich bin hier im Griff des Todes. Warte mal, ich geh mal auf Nummer sicher. Ja. Mann. Herr im Himmel. Ja, aber das ist doch richtig. Wir sind safe. Warte mal, ich hab was hast du denn vergessen? Ich muss noch in Twitch rein, Mann. In Twitch? Oh Gott, du willst doch jetzt nicht doch das Ganze auch noch verkünden, oder was? Was? Nein, aber ich muss doch bei dir in Twitch rein. Bei mir in Twitch? So. Ja, mach doch immer beides. Du bespielst alle. Du bist auch so ein Multi. Du bist ja auch so. Du bist ja auch so ein. Was? Um dich zu supporten, du Birne. Was schreibst du bei mir in Twitch, um mich zu supporten? Was? Ich gehe bei dir rein in deinen Stream, Junge. Ach so. What? Ach, guck mal hier. Ist ja Wahnsinn, ey. Test. Hallo, Isaac. Och, die stört schon wieder. Und kriechen irgendwo rum. Sie halten mich wahrscheinlich für einen übereifrigen Kreuzritter, der stumpf den Launen eines zornigen Gottes folgt. Die Schlussfolgerung liegt nahe. Ich bin zu verstehen, Frau Grauklinge. Aber es überrascht Sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten und Vernunft, von Ursache und Wirkung. Und bald schon werden Sie verstehen, dass ich recht habe. Was hast du für Zuckungen? Was? Ich zuck doch gar nicht. Es ist sehr verstörend. Warum geht denn das hier nicht auf? Was war das denn? Meine Nase. Warum? An der Nase eines Mannes erkennst du seinen... Geräuschquelle oder Pegel, je nachdem. Warum geht das hier nicht auf? Hier steht Energiestörung. Ja, warum ist sie gestört? Wir müssen aber da durch. Das ist schlecht. Wir müssen hier jetzt aufmachen. Mach doch mal auf. Ja, Alter. Die Tür war bloß temporär auf. Was denn? Was ist denn hier? Warum ist denn mein Mikro so fucking laut? Ja, weil du da immer dran rumfingerst. Kann es denn sein, dass es jetzt auf einmal so laut ist? Einmal eingestellt und es geht für immer. Test, hallo, minus 3 dB. Kann doch nicht sein, wenn ich auf minus 5, das ist immer noch im roten. Nee, jetzt geht's nicht mehr im roten Bereich. Oh, ich habe keine Talkstange. Oh, verdammt. Oh. Kommen Sie doch mal her. Nicht, dass euer Trommelfell gleich platzt. Oh, hallo. Du könntest doch einfach leiser reden, was hältst du davon? Da halte ich gar nichts von. Okay. Ja, war ja nur eine Idee, ne? Ja, eine schlechte Idee. Wieso ist die schnell? Guck mal hier, das ist die Vorstufe zur Gummizelle. Das gibt's ja bei Resident Evil auch, solche Fahrstühle. Was? Mit Stoß, Anti-Stoß oder Anti-Kniestoßkissen hier? Ja. Habe ich übrigens jetzt am Wochenende durchgespielt. Welchen Teil? Na, den zweiten. Hast aber noch lange gebraucht, weil eigentlich das Ende ja relativ nah war bei dem, wo du warst. Wieso? Ich habe ja zweimal gespielt. Ach so. Ich habe doch... ich habe doch beide Wege gespielt. Ach so. Ja, Resident Evil 3 hat schon angefangen, aber ich habe noch nicht weitergemacht.
Master von 4 rausbringen. Oh. Meinst du, es kommt nochmal? Ich denke ja. Und dann nochmal 5 und 6 im Koop, oder was? Also 5 ging ja noch, aber 6 war der absolute Tiefpunkt. Aber war doch cool. Also im Koop hat es Spaß gemacht. Ja, weil wir zusammen waren. Deswegen. Ja, ja. Es macht doch meistens nur im Koop Spaß, wenn man zusammen ist. Ja, ja, aber trotzdem. Oh. Dafür spielt man doch auch. Ich muss mich mal heilen, glaube. Okay. Somatgel. Spürst du es in dir? Yeah. Na, mal gucken, ob das Koop kommt. Was denn jetzt? Resident Evil? Ja, ja, 3 und 4. 5 und 6. 4 ist, boah, ja, ist Alter, ja Singleplayer. Das wird ja dann noch gefühlte 8 Jahre dauern. Von daher. Ach, na komm, das ist doch schon eine Entwicklung. Das ist doch schon fast fertig. Sind wir fertig hier oder was? Na, du brauchst bloß runterkommen hier mal. Wir müssen jetzt hier da unten lang. Ich bin bereit. Hier waren wir doch schon. Haben wir das hier nicht schon rausgefädelt? Ja. Oh, der hat wieder nicht gespeichert, oder was? Oh boy. Oh boy. Ruhe. Warte mal. Nee, der musste ja in einem Zug, ne? Irgendwie. Hä? Ah, das ist nicht so ganz richtig, würde ich sagen. Nicht? Also, knapp dran, aber. So, so aber. Warte. Ich spüre da keine guten Vibes. Nicht? Dabei gebe ich mir so viel Mühe, ey. Letztens hat es besser geklappt. Ja. Letztens, ja. Warte, jetzt muss er den hier nochmal machen. So. Jetzt aber, pass auf. Gucke. Guck zu. Was ist denn du? Hä? Jetzt muss er den hier noch durchschieben. Wo ist denn der Schalter dafür? Musst du machen da drüben. Irgendwo ist da ein Hebel. Wieso ist das hier kein Hebel? Ja. Wo ist da ein Hebel? Sag ich doch. So. Und ich dachte, wenn ich sage fortsetzen, dass er fortsetzt. Aber nun gut. So einfach kann man sich irren. Es ist noch eins unterwegs. Isaac, diese Stücke, bist du sicher, dass das Rosetta ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Das ist der Rosetta Stone. Was ist denn der Rosetta Stone? Ja. Okay, also bin ich jetzt schlauer als zuvor. Gut. Oh, warte. Nee, hier sind wir stehen geblieben. Wir waren. Oh, warte. Oh. Hier waren wir stehen geblieben. Ein kleines Quiz, Isaac. Ja, ich gehe rein. Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Fakt. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt. Nee, verstehe ich. Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Aktivierungsfehler. Wir lösen das Problem mal eben, was er beschreibt. Um fortzufahren. Was war das mit Fortfahren? Aktivierungsfehler. Bitte Gasventil erneut öffnen, um fortzufahren. Ach so, bitte. Das ist aber höflich. Alter, voll weit weg, die Kacke. Na gut. Aber warte mal hier, die Bots sind doch nicht da, ne? Nee, ich komme hier gar nicht ran. Was ist hier los? Nee. Weil wahrscheinlich Monsters hier sind. Geht ja gar nicht. Warum geht das gar nicht? Geht ja wohl.
Jetzt können wir hier ran, ne? Toll, nee. Nee, können wir nicht. Gar nicht durch. Wo ist das Absperrventil? Dahinter. Hier, da. Oh, oh, noch schnell! Oh, wir sterben. Wir werden sowas noch sterben. Nun komm! Partner wartet am Schalter. Ich drück doch schon. Drück. Ich drück doch die ganze Zeit. Was? Musst drücken, musst du. So, alles erledigt. Oh. Mann, wie schnell das, wie schnell das wieder abgesaugt ist. Ne? So, aber jetzt funktioniert das. Guck mal, jetzt ist die Bank offen. Die Bank ist eröffnet. Nichts geht mehr. Bank is open. Schalalalala. The bank is open. Drei Sucherbots sind zurückgekehrt. Boah. Boah, das gibt. Das gibt. Das gibt. Das gibt aber richtig, genau. Was haben wir denn hier? So, mal wieder was Schickes bauen hier. Ist ja der Nachteil, dass das immer hier Zeit kostet, das Bauen, ne? Ich mach mal hier Schaden-Upgrades ohne Ende. Okay. Because of you. Wer war das nochmal? Cindy Lauper. Achso, okay. War das nicht die mit Girls Just Wanna Have Fun? Hm. Nicht wirklich, meinst du, ja? Ja. Okay. Naja, wenn du sagst. Oh. Bin ich hier und drüben jetzt einziger Zuschauer? Muss ich jetzt euch beide unterhalten? Ja. Immer. Zumindest noch. So, was haben wir denn hier? Ich schicke den mal hier auf Reise, den Bot. Jawohl. Es geht ein Sucherbot auf Reise. Heute ist bestimmt Champions League. Na, heute ist Fußball. Bestimmt, zu viele Bots eingesetzt. Oh. Wir müssen woanders die Bots einsetzen dann. Also, soweit geht's ganz gut. War ein sehr angenehmer Tag. Naja, was heißt angenehm? Die Frau Kientech, die ist jetzt erstmal krankgeschrieben für 2 Wochen. Juhu. Hm. Verdacht so. Auf rausgeflutschter Bandscheibe. Hm. Okay, das ist natürlich nicht so schön. Ja. Da ist dann in 2 Wochen MRT. Mal gucken. Na, toll. Ja, deswegen jetzt zu Hause schonen und so. Besser ist das so. Ja. Kommen Sie hier lang. Aber sonst. Sonst ist alles in Ordnung. Also auf die. Wow. Wir haben ja jetzt derzeit hier in Brandenburg sehr hohe Kinderinzidenzen, ja. Und. Oh. Und als Reaktion auf diese hohen Inzidenzzahlen wird jetzt. Erstens ist und müssen jetzt Schüler und so weiter sich jeden Tag testen lassen. Das ist die Reaktion. Also keine Luftfilter oder irgendwas anderes. Nein, jetzt sofort testen. Jeden Tag. Im Prinzip habe ich nichts gegen das Testen, aber ich habe was dagegen, dass keine anderen Maßnahmen ergriffen werden, außer des Testens wegen. Ja, im Himmel. Also das Ding ist, also wow. Das war jetzt hier aber anstrengend. Ja, einfach ruf hier, einfach ruf, ballern und so. So, ich mach mal die Tür auf. Ja, bei uns ist eigentlich alles zu gehen. Ist aber bei mir, ich hab Husten und so. Aber sonst geht's eigentlich. Wir haben uns einen Kleingarten geholt. Ach, ich dachte, eine komplett neue Wohnung. Nein. Nicht nur ein Garten. Oh, wie konnte ich nur? Garten. Schrebergarten. Strebergarten. Mhm. Man so sagt hier. Ja, ich sag ja, ein Strebergarten sagt man dazu.
So, hier da ist wir ja überhaupt null Ahnung haben, wie das Ganze funktioniert, wird das unheimlich spannend. Learning by doing und so. Naja, einfach bloß reinpflanzen. Genau, einfach nur alles draufpflanzen. Achtung, Ellie. Ah, ich seh's. Im Übrigen sind wir hier nur noch zu zweit, ne? Also mit dir sind wir zu dritt. Wieso? Meinst du das? Naja, es ist ja nur noch Ellie, ich und du. Ja, wir sind halt die letzten Überlebenden der... Die letzten ihrer Art, ich weiß. Oh Gott, und von links auch noch. Was ist denn hier los? Alter. Oh. Oh. Okay, geklärt. Ja, ich verstehe es an der Stelle nicht. Also für mich ist es, also es ist kein politisches Versagen, es ist halt für mich wirklich ein reines Beamten- und Behördenversagen. Komplett durch die Bank. Einsparung überall. Ne? Ist nicht eigentlich schlimmer, dass die gesamte Gesellschaft versagt hat mit denen, die sich nicht haben impfen lassen? Also ja, das sowieso. Nee, dass sich der Staat von, ich sag mal, 5-10% auf der Nase herumtanzen lassen. Das ist ja schon viel. Für viele Millionen das sind. Ja, das ist aber der gesellschaftliche Gesamtschaden ist halt weitaus größer. Das aber ist das, was mich ärgert. Ich bin ja auch sehr für Knüppel drauf und so, aber das kriegst du, glaube ich, nicht durch. Weißt du, das ist ja das Problem. Also, was ist die Lösung, weißt du? Also, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die Lösung ist. Sucht weiter. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass wir das nur gemeinsam machen können, aber das funktioniert nicht, wenn 10% sagen, nö, Freiheit und so. Aber hast du schon heute die Financial Times Veröffentlichung mitbekommen? Hey, was ist los? Na, mit da oben ballert so ein Schiff. Na, Julian Reichelt und Döpfner. Die Financial Times hat doch veröffentlicht, dass Döpfner schon weitaus vorher wusste, was los ist und sogar versucht hatte, die Zeugen mit einer Gegenkampagne auszuspionieren und hat sogar interner Sachen bei dieser internen Ermittlungsgeschichte an Reichelt weitergetragen. Überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, muss mal gucken. Also der Beitrag von der Financial Times ist Wahnsinn. Es ist kein Wunder, dass derzeitig einige Leute sehr ruhig sind. Okay. Oder geht's um Julian Reichelt oder was? Ja, na, der hat doch dieses Compliance-Verfahren gehabt wegen sexueller Belästigung und weiß der Geier was alles. Und da hieß es doch, naja, man hat ja ein internes Compliance-Verfahren, hat versucht, das alles zu überprüfen und hat ja festgestellt dann erstmal, nee, ist alles soweit in Ordnung und sie haben Mittel und Maßnahmen in Bewegung gesetzt, dass das nie wieder passiert. Dann ist doch, wer war denn das? Ich weiß gar nicht. Politico hat es doch danach, nee, Quatsch hier, das war doch diese andere Affäre, dass das deutsche, der Ibsen-Verlag das nicht veröffentlichen wollte, als die Journalisten noch gesagt haben, nee, also da ist auch eines nicht mit rechten Dingen zugegangen und da ist noch weitaus Schlimmeres mit dem Reichelt gewesen und aufgrund dieser Geschichte ist doch dann Reichelt entbunden worden von seinem Job. Weil ja mit diesen neuen Erkenntnissen, also man hatte ja gedacht, dass er sich gebessert hätte, ne? Aber mit diesen neuen Erkenntnissen müsste man ihn jetzt so von seinen Pflichten entbinden. Jetzt sind ein paar Monate ins Land gegangen und jetzt kam die Financial Times, die noch einen draufgesetzt hat, dass nämlich auch der Döpfner, also sprich der von Friede Springer eingesetzt wurde, als Chef vom Springer Verlag, ja, dass er komplett wusste, die ganze Zeit, eine riesengroße Verschwörung vermutet hatte, von Satirikern und von angeblich vorgeschobenen Frauen und dann einen Rechtsanwalt beauftragt hat, wie auch noch irgendeinem anderen, der auch, sagen wir, MeToo-Dreck am Stecken hat, aus den Staaten,
die Person auszuspionieren, die im Compliance-Verfahren dann natürlich stillschweigend anonym, also da sollte ja Anonymität gewahrt werden, Aussagen gegen Reichelt aufgenommen haben, und er hat die Information an Reichelt weitergetragen. Und noch ein paar andere Sachen, um eben halt alles vorzubereiten, um gegebenenfalls dann, wenn das zu mehr Informationen in der Öffentlichkeit kommt, die Leute vielleicht ein bisschen einzuschüchtern. Ja, die betreffen. Inception. Ja, cool. Ja, okay. Und das ist heute, mal gucken, was da kommt. Jetzt ist gerade wieder still unter See. Die Welt ist ja sehr still derzeit. Ich gehört ja zum gleichen Schlag. Wie immer. Die Welt um Poschardt ist sehr still. Es war vielleicht ein Fehler, aber der Text in Gänze ist sowieso ein Fehler. Ja, gewesen. Also ein Fehler, ein menschlicher Fehler mit diesem Hyperlink. Okay. Wobei ich immer noch technisch nicht verstehe, wie das funktionieren soll. Dass das Ändern eines Hyperlinks es schafft, grammatikalisch korrekte Sätze zu verursachen. Und zwar aus super, super Linken dann super Holocaust Überlebender zu machen. Ohne Bindestrich und Co. Tja, geht's hier ab. Ja, was ist mit dem los? Ja, der ist ein bisschen über. Mach mal Stase, ey. Okay. Ich glaube, der ist tot. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, das ist so der aktuelle Schrei. Das war heute so der doch kleine mediale Aufreger. Ich höre gerade nichts, Moment. Wer findet auf BTV statt? Julian. Nee, der ist, glaube ich, da nicht mehr. Der wird da bloß in Schutz genommen von dem neuen Bildchef. Aber so langsam kann man das halt nicht mehr so richtig erklären, ne? Man gerät halt in Erklärungsnot. Herr Poschi, der muss als nächster dran, du. Ja. Ulf Poschardt, Antisemit? Nein, der doch nicht. Also alles, aber doch kein Antisemit. Nein. Oh, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, eben. Wenn es nicht so traurig wäre. Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon 8-mal. Ja, mindestens. Entweder durch Copy und Paste oder weil wir schon 3-mal durchgelaufen sind. Wir müssen hier hinten durch die Tür übrigens. Also die Leiche kommt mir... Oh, fuck. Was ist los? Oh. Was ist jetzt los? Was ist das denn? Das ist aus wie Toter. Alles okay? Ja. Hast du schon wieder Hallus oder was? Das ist das, was ich mir ansehen muss. Ich glaube, das kommt noch später, deine Hallus, hä? Kann das sein? Optional. Oh, das müssen wir machen. Warte. Die Mission an. Wo ist denn die? Was geht Carvas Vision nach? Ja, ich glaube, das ist... Oh ja, jetzt kommt's. Jetzt kommt's, ja. Ich nehme ja alles an. Und ich habe nicht aufgenommen. Oh.